Hallo Leute und willkommen zu diesem unglaublich schweren Spiel. Mit einer Landschaft voll Lilien. Ne, Arx? Was ist denn hier eigentlich? Schon ein bisschen her. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Haben wir das? Wollte ich nicht. Sie wollten es nicht anders. Ich bin nicht gut genug. Ein bisschen Versager, Junge. Ein Versager. Und wohin müssen wir jetzt eigentlich? Was zu machen? Ein Hunter, okay. Hunter. Gefiede Gunter. Hunter, Hunter, Hunter. Jetzt sieht man nochmal die Waffe. Ah. Alles klar, das sind... Oha. Oha, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Was ist denn das da? Okay, wir gehen im Jetpack. Ach, hier waren wir doch schon mal, ne? Hier. Wo war das? Man kann ja nicht den Dicken mitnehmen. Warte! Ah, hier ist auch noch. Cool, cool, cool. So. Hat er auch gespeichert? Scheiße. So. Und, ah, so kann man nochmal rennen. Speicher mal. Es ist so ruhig hier. Die letzte Nacht, als ich gepupst hat im Toilette. Das ist ein bisschen böse, wa? Also, bin ich wohlgesonnen. Wenn unser Zeitalter naht, dann kommt das hier alles weg. Speicher mal. Hallo? Wie geht's dir? Jetzt nicht. Outlaws. Ich habe jetzt keine Zeit. Wo ist der Hunter? Viele Hunter. Für sie tut es mir leid. Ah, das sind die. Ja. Das ist der Hunter. Ich weiß, von wem du redest. Hunter. Hier. Vic ist tot, aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. So, fertig. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss dann noch eingespeichert werden. So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Ah, jetzt können wir da rein. Wenn stimmt. Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Stimmt ja. Erstmal was trinken. So. Erstmal was trinken. Erstmal was trinken. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Da. Wirklich? So, dann gehen wir mal rein in bei den Klerikern. Wir haben jetzt ein Passport, Dings da, Monster. Aber für meinen Partner, ich weiß nicht, ob wir alleine jetzt rein müssen. Das sah ja komisch aus. Mach schneller. Mach schneller! Hey, ich muss aber durch. Durch. Halt! Keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie nicht ausweisen können. Ist dir klar, dass vor euren Toren mit Gehörschere die gehandelt wird? Oh nein.
Ich habe eine ID. Lass mich durch. Zeig her, ich muss sie überprüfen. Halt, warte mal. Du warst doch schon mal hier und hast mich gefragt, woher du eine ID bekommen kannst, richtig? Dann erzähl mir doch mal, woher du diese ID hast, Freundchen. Oh, sie ist gefälscht. Ich hab sie gefunden. Sie gehört meinem Bruder. Das ist meine. Ich hatte sie nur verlegt. Ja, das kauf keinen Fall. Gefunden? Ah, nee, glaub ich ja nicht. Das ist meine. Ich hatte sie nur verlegt. Das ist meine, ich hatte sie nur verlegt. Da du nicht zu diesem Wüstenpack gehörst, will ich dir mal glauben. Wir haben schon mehr als genug Outlaws in der Stadt. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich doch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Okay. Schaut, haben wir alles schon gefragt, oder? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Guten Tag. Guten Tag. Aha, schön habt ihr es hier. Aha. Wundervoll. Oh, Kürbisse. Kürbisse, überall Kürbisse, Kürbisse. Überall Kürbisse, Kürbisse, de, Kürbisse, Kürbisse, de. Wen haben wir denn da? Bettler. Erzähl mir etwas über die Stadt. Also, wenn ich du wäre, würde ich den Nordteil der Stadt meiden. Da hängen ein paar wirklich schräge Vögel rum. Im Westteil sieht es da schon anders aus. Aber da läufst du Gefahr, dass dir die Kleriker in den Ohren liegen. Der Süden der Stadt ist recht ruhig. Da passiert für gewöhnlich nicht viel. Und solltest du vorhaben, hier und da etwas einzustecken, kann ich nur davon abraten. Alois ist auf Diebe nicht gut zu sprechen. Das wäre dann auch alles, was du wissen solltest. Wo treffe ich den Alois? Mann, sei es mein Chef, Mann. Ich fühle komisch an. Alois. War schon nie in meinem Leben gehört, ja? Hallo. Das ist ein Outlaw. Hat die Tasche beklauen oder wie? Das ist kein Problem, die Tasche beklauen. Das ist aber nicht die Outlaws. Ah, jetzt nicht. Okay. Ist hier ein Outlaw? Nee. Doch, der ist er da. Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Du kommst schnell zur Sache. Du kommst schnell zur Sache. Hey, ich hab dich was gefragt. Entweder du gibst eine klare Antwort oder du verziehst dich. Ich bin eher ein Berserker. Gegen die Kleriker. Du scheinst ein bisschen Verstand in deinem Kopf zu haben. Wenn es nach mir geht, können die sich alle wieder verpissen und zu Hause mit ihren ach so wertvollen Plasmagewehren spielen. Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt? Na. Die Alps zu unterschätzen ist ein tödlicher Fehler.
Exekutionen, Konverter, Strafexpeditionen. Glaub mir, ich kenne die ganze Scheiße. Aber die Typen sind doch nur hinter Elex her. Und soweit ich informiert bin, gibt es davon hier nicht mehr als anderswo. Warum also sollten sie ein Interesse daran haben, eine befestigte Stellung anzugreifen? Weil sie das Elex wollen. Alles Elex. Ach, du musst dich irren. Irgendwann hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen. Das gilt auch für die Alps. Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Solange ich dir nicht vertrauen kann, werde ich dir gar nichts erzählen. Aber und das hier? Ich komme von Hunter. Hunter schickt dich? Warum ist er nicht selbst hergekommen? Er hatte Angst, dass er nicht mehr aus der Stadt gelassen wird, wenn man ihn erwischt. Du meinst, er hatte Angst, dass ihm das gleiche passiert wie mir? Ich kann froh sein, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Sonst wäre ich längst bei den Suggestoren gelandet. Hat Hunter dir etwas für mich mitgegeben? Hat er nicht. Doch, hat er. Hat er. Na endlich. Danke. Damit kann ich diese stinkende Klerikerverseuchte Kuppel endlich verlassen. Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Ich weiß nicht, ob Hunter dir eine Belohnung versprochen hat, aber von mir bekommst du auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Wir arbeiten für eine gute Sache. Vertrau mir. Oh, 8000 wären nicht schlecht. Oder 800 Splitter, danke. Du Arsch. 80. Wie will ich damit? Kann ich den Popo stecken? Fallen sie nur runter. Wegen Schwerkraft und so. Was ist denn viel laut? Los hier. Peige. Ah, Frischfleisch. Das einzige Frischfleisch hier bist du. Immer mit der Ruhe. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Du wärst nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alps sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Woher beziehst du deine Waren? Das meiste direkt aus Tavar. Was die dort mit einem Schraubenschlüssel und ein paar Handgriffen hinkriegen, lässt sich gut verkaufen. Womit ich auch schon auf das nächste Problem zu sprechen komme. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Okay, vertraust du ihm. Okay. Du begibst dich auf dünnes Eis. Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Blöde Alte. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los.
Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß. Aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Such die Gegend dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. Komische Alte. Keine Zeit. So, der Separatisten. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ich habe jetzt keine Zeit. Alter, was bist du? Drohne der Kleriker, okay. So, und haben wir denn hier für ein Häuslein? Der sieht wichtig aus. Nö. Der sieht aber wichtig aus. Ja. Hey, du! Hör mal! Ich habe ein Angebot für dich. Ich bin auf der Suche nach kaputten Energiewaffen, Kettenschwerter und dergleichen. Denn seit ich die Wüste verlassen habe, ist es für mich schwer geworden, an das Zeug zu kommen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du etwas findest, bring es zu mir. Ich mache dir gute Preise. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein, mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Welches Talent? Ich kann aus einem Satz Schnürsenkel, einer Büroklammer und Kleber alles fertigen, was man braucht. Natürlich nur, wenn mir keiner in die Arbeit reinquatscht oder mir sonst wie an den Kragen will. Was in der Kuppelstadt, leider Alltag ist. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Und natürlich muss ich helfen. Welcher Berserker macht dir Probleme? Brabak, ein Bulle von einem Mann und zweimal so hässlich. Aber wenn er austeilt, kannst du deine Knochen neu sortieren, sofern du überlebst. Wegen Brabak. Wo treibt er sich herum? Meist hält er sich in der Nähe der Kneipe auf. Folge einfach deiner Nase. Okay. Wenn es nach Pisse riecht, bist du richtig. Überlass ihn mir. Ich halte dich nicht auf. Im Gegenteil. Wenn du denkst, du schaffst ihn, richte ihm aus, dass er sich von mir fernhalten soll. Auch wenn es wohl besser wäre, wenn du ihm hinterrücks ein Messer in die Rippen rammst. Ich hätte es jedenfalls schon längst getan. Aber dazu fehlt mir der Mut. Aber ganz egal, wie du es anstellst, komm danach zu mir und ich zahle dich aus. Nein, lass uns nicht machen. Alles klar. Weil es mir zu heikel ist. Nachher sagt er wieder, ja, du hast das nicht gemacht. Wir müssen zurück, da, bla bla. Und. Outlaw. Ich muss los. Lass deine Finger da, wo ich sie gut sehen kann. Der wollte mich schon immer um den Finger wickeln. Ach so, das bist du. Na klar doch. Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee, ich war vorher im Tal. Hab mich aber versteckt in einer Kiste den Aufzug hochtransportieren lassen. In einer Kiste? Später habe ich vielleicht Zeit. Das ist den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Du hast vielleicht... Was ist das denn hier? Wie
wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Wenn das ein Angebot war, dann vergiss es. Ich werde keine Outlaws töten. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagst. Ich bin mir sicher, das Problem wird sich in naher Zukunft auch von alleine erledigen. Achtung, Diebe. Gerade nicht. Outlaw. Bin nochmal hier drin. Oh, Daryl. Ah, Daryl. Ah, der Staub der Straße beehrt mich. Daryl. Also was bist du? Händler, Kopfgeldjäger oder ein Niemand wie die meisten da draußen? Sieht aber nicht aus wie Daryl. Ich war einmal ein Alp. Ein Alp? Du? Sagen wir einfach, der Fall ist kompliziert. Ah, naja. Ich wollte dir auch nicht unnötig auf die Eier gehen. Aber wenn du schon hier bist, habe ich mal eine Frage. Warum zieht es immer mehr von euch Typen in die Kuppelstadt? Da ich kein Separatist bin, wirst du sie das fragen müssen. Das muss ich dann wohl. Hatte gehofft, dass du eine Antwort darauf hast. Aber so wie ich das sehe, werden wir beide wunderbar miteinander auskommen. Denn sonst hättest du mich wohl kaum angequatscht. Wie lebt es sich hier? Bevor du anfängst, mir Löcher in den Bauch zu fragen, rauch erstmal eine mit mir. Ich habe das beste Zeug dabei, also was darf's sein? Was hast du anzubieten? Trolldung oder Rattenschorf, erstklassige Ware. Du kannst es dir auch durch die Nase ziehen. Ein Wort und du hast eine Kostprobe. Lass gut sein. Naja, deine Entscheidung. Schade. Ab und zu ist ein bisschen Durchzug in der Birne genau das Richtige. Mehr für mich, weniger für dich. Und weil du wissen wolltest, wie das Leben hier ist, sollten wir zum geschäftlichen Teil kommen. Geschäfte? Mit dir? Natürlich. Oder siehst du hier sonst noch jemanden, der die Taschen voller Splitter hat? Also, die Sache ist die. Die Kleriker drücken seit Jahren dieser Stadt ihren Stempel auf. Und der Duke denkt, dass sie das auf kurz oder lang überall vorhaben. Kurz gesagt, die Kuppelstadt könnte der Ausgangspunkt für einen Feldzug sein. Und das beunruhigt ihn. Mein Auftrag ist es, herauszufinden, ob sich da was zusammenbraut, das uns gefährlich werden kann. Welche Informationen hast du bisher über die Kleriker zusammengetragen? So gut wie nichts. Ich habe mich bisher nicht sonderlich geschickt angestellt. Du brauchst einen Spitzel, nehme ich an. Kluges Kerlchen. Und ich verrate dir auch, warum ich dich einweihe. In deinem Blick sehe ich, dass du ihnen nicht auf den Leim gehen wirst. Du bist nicht so einfältig und glaubst jeden Mist, den man dir vorkaut. Und was erwartest du jetzt von mir? Alles, was du tun musst, ist einem Typen auf den Zahn zu fühlen. Lutz heißt der Bursche und arbeitet als einer von Alois Technikern. Soweit ich weiß, versucht die Bande mit ihren Brüdern in Ignadon Funkkontakt herzustellen. Quetsch ihn also aus und bring ihn zum Singen. Ich will wissen, ob in nächster Zeit eine Offensive bevorsteht. Sobald du eine brauchbare Information gewonnen hast, kommst du zurück. Das sollte uns nicht weiter schwerfallen, oder? Nur wenn es sich lohnt. Na, denkst du, ich speise dich mit einer Büchse Bohnen ab? Ich zahle schon, da kannst du dir sicher sein. Wo finde ich Lutz? Meist ist er mit der Wartung irgendeines Generators beschäftigt. Geh einfach mal die Wehrgänge ab. Weit kann er ja nicht sein. Warum glaubst du, dass ein Techniker über die Strategie der Kleriker Bescheid weiß? Ganz einfach. Wenn irgendwo ein Draht durchschmort, wird er gerufen. Schwingt er dann den Schraubenschlüssel, schnappt er sicher etwas auf. Es ist also gar nicht notwendig, dem Funkmeister auf den Sack zu gehen.
Ein kleiner Umweg und wir kriegen die Informationen auch so. Das Lachen innerlich, weißt du? Lacht innerlich. Hey, was gibt's denn da zu glotzen? Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier! Sie haben schon doch so vorlaut. Ich bin kein Plünderer. Na schön. Das erklärt aber trotzdem nicht, was du hier willst. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Ha. Wenn sie sich doch genauso um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Okay. Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Ja. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Ha, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims? Oder hast du das große Mutantenflattern? Außerwelt. Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Mir ist alles in Ordnung. Das geht dich. Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merk sofort, wenn du was versuchst, klar? Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elixitoren. Und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern. Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein. Aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, okay, hör auf damit. Du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ja! Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird das ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Ja! Hotschick! Von den Toren der Stadt. Kann ich direkt markieren. So. Das glaube ich ja nicht.
Dann gucken wir mal, ob ich schon mit dem anderen reden kann. Alles ortlos. Ortlos. Nigger. Was willst du von mir, Mensch? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Du bist selber ein Mensch. Irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich kenne eine Menge Ives. Dachte ich mir. Du siehst auch irgendwie vertrauenswürdig aus. Wir können mehr Menschen gebrauchen, die für uns sprechen. Selbst wenn sie die niedrigere Lebensform sind, so brauchen wir sie doch zum Überleben. Mögen deine Entscheidungen logisch sein. Tank. Hey du. Verdammt, ich erkenne dich. Du bist... Ja, Fink, ich bin's, dein ehemaliger Commander. Aber häng es nicht so an die große Glocke, okay? Ich hörte, sie hätten dich erschossen. Scheinbar eine Fehlinformation. Wir leben hier unter Menschen, also versuchen wir uns den menschlichen Ritualen anzupassen. Hiermit heiße ich dich willkommen in der Kuppelstadt. Wirst du hier bleiben und uns bei unserer Sache unterstützen? Nein. Was ist eure Sache? Wir haben dafür gekämpft, in die Stadt zu dürfen. Und jetzt kämpfen wir darum, hier zu bleiben. Also, wirst du uns unterstützen? Du gehörst jetzt zu den Separatisten der Ives. Damit will ich nichts zu tun haben. Du bist hier. Das heißt, du bist jetzt auch nichts anderes als ein Abtrünniger, Jax. Also komm schon. Du bist ein Alp. Und das wirst du auch immer bleiben. Genau wie wir Separatisten. Du kannst versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Aber es wird dich zerreißen. Wir, du und ich, teilen ein ähnliches Schicksal. Auch wenn deine Emotionen bereits anfangen, deine Sinne zu vernebeln. Du sprichst schon beinahe wie ein Mensch. Die Menschen schreien Frieden, während sie die Waffen aufeinander richten. Zeig mir deine Ware. Okay, aha. Schade, keine Rüstung oder sonstiges. Ich muss noch mal kurz. Braucht ihr Hilfe? Du willst nichts mit uns zu tun haben und jetzt bietest du uns deine Hilfe an? Ich bin mir nicht sicher, ob du vertrauenswürdig bist. Deine sprunghafte Art gibt mir zu denken. Ich werde dir erklären, was hier los ist und lasse dich dann entscheiden, ob du uns helfen willst oder nicht. Die Berserker arbeiten bereits daran, uns aus der Stadt schmeißen zu lassen. Auch wenn sie uns nicht als Menschen sehen, so sind wir trotzdem auf Schutz angewiesen. Die Bedrohung der Alps aus Xarkor betrifft uns alle. Du bist einer von uns, aber die Menschen scheinen dies nicht zu erkennen. Wenn sich ein Mensch für uns einsetzen würde, hätten wir eine Chance, gegen Caleb und York anzukommen. Wieso werdet ihr in der Stadt geduldet? Das ist genau das, was wir werden. Geduldet. Ihr solltet von hier weggehen. Ich bin sicher, die Alps würden euch wieder in ihre Reihen aufnehmen, wenn ihr sie mit Informationen über die Kuppel versorgt. Ich mache so etwas nicht mehr. Bei Nyra wäre ich mir da allerdings nicht so sicher. Diese Stadt bedeutet für mich Schutz. Ich würde sie nicht verraten. Diese Stadt ist ein Bollwerk gegen den Krieg und genau. Jeder sieht etwas anderes in ihr. Scheiß Alps. Die Outlaws sind der Meinung, sie werden unterdrückt und bekommen nicht genug Macht. Die Kleriker behaupten, sie wären neutral, auch wenn sie es offensichtlich nicht sind. Die Berserker hier sind feige und verstecken sich vor ihrem eigenen Gesetz. Mit was? Wir sind die Einzigen, die ernsthaft versuchen, Frieden zu finden. Wir sehen, was die Alps anrichten und wir sehen, wohin das führen kann. Wir und die Menschen teilen die gleichen Ziele. Das ist der Grund, warum wir geduldet werden. Wegen eurer drohenden Verbannung aus der Stadt. Überlege ich mir noch. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen soll oder nicht, gerade keine Zeit. Wo ist denn jetzt Alois? Oh, das sieht hier wichtig aus.
Dir wird dich geklaut, klar? Ich guck ja nur. Ist hier jemand? Nö. Sind die alle? Überleg dir gut, was du tust. Oh, wie so eine Schenke. Vergiss es. Ich schenke an jeden aus. Die Ach, das Penner können sich auf der. Hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Ja, lass gut sein. Was gibt's zu feiern? Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Alkoholiker, hä? Soll mir recht sein. Sieg für die Alps. Wovon redest du da? Sieg über die Alps? Wovon redest du da? Na, der bevorstehende Sieg. Oder traust du ihn uns nicht zu? Sag jetzt ja nichts Falsches. Sicher, was immer du meinst. Dann nimm einen Schluck. Hier, mein Freund, auf kommende Zeiten. Und jetzt erzähl mir von deinen glorreichen Taten. Oder hast du bisher nur deinen Arsch breit gesessen und andere für dich kämpfen lassen? Nein, genau das habe ich getan. Nein, ich habe Aufschneider... Nein, ich habe Aufschneidern wie dir gezeigt, wo es lang geht. Die Eier muss einer erstmal haben, mir so gegenüberzutreten. Damit hast du dir etwas zum Nachspülen verdient. Hier! Dankeschön. Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Dein Ruf eilt dir voraus. Jetzt sag bloß, dieser Jammerlappen Riley lag dir in den Ohren und hat sich das Maul über mich zerrissen. Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat. Und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Hey, was? Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Dir mangelt es an Respekt. Und dir mangelt es an Verstand. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Ich bezweifle, dass du dazu in der Lage bist. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Ich muss weiter. Manche Typen reißen das Maul zu weit auf. Ha! Ich denke. Oh, da geht einfacher. Eine Schande ist das. Schon gut. Du bist der Stärkere. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Also lass mich in Ruhe. Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung.